Hajo Chang und Till Hoffmann. Hallo, einen schönen guten Abend. Ich finde es einfach immer schön, dass also ich quasi damals auch von vielen großzügigen Menschen unterstützt zu meiner Studentenzeit. Und das ist auch ein absolut persönliches Anliegen von mir, dass ich auch sozusagen einiges weitergeben und auch an die nächsten Pianistengeneration. Und diesjährige Piano Award war tatsächlich ziemlich konkurrenzstark gewesen. Das waren insgesamt 8 nominierte Teilnehmer aus 7 verschiedenen deutschen Musikhochschulen gewesen. Und letztendlich das Komitee hat für Till Hoffmann aus der Musikhochschule Hannover unter der Klasse von Professor Gürzke entschieden. Ich freue mich persönlich sehr, und dass wir heute Abend hier sind, und ich möchte hier ganz herzlich Till Hoffmann gratulieren. Es gibt einmal einen Scheck über 1000 Euro. Dann bekommt er ein Konzertengagement in Bederkesa, in Bad Münder, am Deister, Kampen, Sylt und in Oberhausen. Das heißt, wir arbeiten bei diesem Preis also mit einer ganzen Menge von kleineren Festivals zusammen. Unter anderem Oberhausen kann man nicht so ganz klein bezeichnen. Aber das hat wirklich auch Nachfolgeauftritte. Und da bin ich stolz drauf und freue mich drüber. Till, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kann mich nur sehr herzlich bedanken bei Dieter Klar und Hajo Sang, dass sie mir heute diesen Preis verliehen haben. Und ich freue mich vor allem, hier heute in Buxtehude Teil dieses außergewöhnlichen Programms zu sein. Heute hören Sie ja die letzten 3 Sonaten von Beethoven, also sicherlich mit das Schönste, was es an klassischer Musik überhaupt gibt. Und ich freue mich, da die Jups 110 spielen zu dürfen und umrahmt von Hajo, der die beiden anderen spielt. Also das wird ein wunderbares Programm, finde ich. Da wünsche ich Ihnen viel Freude. Danke. Applaus.